Es sind wenige Zeiten. Jetzt vibriert mein Telefon. Na sowas. Einige kennen das vielleicht, das ist das iPhone X. Und ich habe gerade eine E-Mail bekommen, ich guck mal, wer geschrieben hat. Mailadresse königmarkus@csu.de. Wer mag das bloß sein? Schreibt, Servus, tut. Wir brauchen bei unserem Vorzeigeverein Bayern München einen neuen Trainer. Keiner will. Ja, das kenne ich. Du bist der letzte Ausweg. Das ist mir nicht unbekannt. Unterzeichnet mit Kanzler der Herzen. Und dann hat er noch ein Foto von einer Weißwurst angehängt. Ich antworte mal schnell. Südi? Danke für das Selfie von dir. Aber nö. Ich meine, das ist mir viel zu unsicher, ne? Weiß ja jeder, wenn der Söder mich heute mag, will er mich übermorgen verbieten. Überhaupt Bayern München, sogar ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja, Quatsch, wieder Uli Hoeneß noch beim Sterben rein. Ne? Oh, vielleicht noch eine E-Mail, hier geht's zu. Wer schreibt? Mailadresse Sarah Wagenknecht. @SarahWagenknecht.SarahWagenknecht. Wird das wohl gesagt? Sehr geehrter Herr Tod, wie Sie sicher mitbekommen haben, gründe ich, in Klammern Sarah Wagenknecht, gerade eine neue Partei, in Klammern Bündnis Sarah Wagenknecht. Und ich bin auf der Suche nach fähigem Personal. Könnten Sie sich vorstellen, nicht mehr als Sensenmann zu arbeiten, sondern als mein Wagenknecht. Immer wenn die mir schreibt, denke ich mir, stimmt, den Oscar muss der auch bald abholen. Ich antworte auch, was die anderen Künstler machen hier auf der Bühne, ihr Bühnenprogramm, ich mache Büroarbeit. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ich antworte schnell. Dings da? In Klammern Name gerade vergessen. Vielen Dank für die Anfrage als Chauffeur. Oder was soll Wagenknecht sein? Ich weiß es nicht. Aber nö. Ist mir zu unsicher. Weil als Chauffeur weiß ich bei der ja gar nicht, ob ich nach der nächsten Ampel links oder rechts abbiegen muss. Jetzt vibriert schon wieder mein iPhone. Ich guck mal schnell, wer schreibt. Gerhard S. Punkt. Mailadresse altkanzler@hannover.ru. Er möchte wissen, ob das mit der Vergebung der Sünden im Jenseits noch aktuell sei. Er würde für einen Freund fragen.